Hallo und herzlich willkommen. Ich rezensiere heute Quix. Warum? Weil wir eine Rezension zu Quix Duel haben. Wir haben eine Rezension zu Quix dem Kartenspiel, aber noch keine Rezension zu Quix dem Originalspiel. Und das ist ein Klassiker, den wir immer wieder empfehlen und deswegen sollten wir den jetzt auch mal rezensieren. Es folgt eine kurze Beschreibung des Spielablaufs und dann kommen wir zu meinem Fazit. Bei Quix geht es darum, möglichst viele Punkte zu machen. Punkte bekommt man, indem man Kreuze in farbigen Reihen setzt. Je mehr Kreuze man in einer Reihe hat, umso mehr Punkte bekommt man, umso besser. Das Spiel ist ganz einfach. Ein Spieler würfelt und dann dürfen alle Spieler die Summe der weißen Würfel in einer beliebigen Reihe ankreuzen. Dabei gilt, man darf in jeder Reihe immer nur von links nach rechts ankreuzen. Das heißt, wenn ich hier die grüne 8 schon angekreuzt habe, dürfte ich nicht mehr zum Beispiel die grüne 10 ankreuzen. Der aktive Spieler kann dann noch einen weißen Würfel mit einem farbigen Würfel kombinieren und dann in der entsprechenden Reihe auch noch ein Kreuz machen, zum Beispiel jetzt bei der blauen 9. Und dann ist schon der nächste Spieler an der Reihe. So geht das reihum. Irgendwann, wenn man genug Kreuze gemacht hat und hier die 2 oder die 12 ankreuzt, kann man die Reihen dicht machen. Dann kommen die Würfel aus dem Spiel. Das heißt, wenn die blaue Reihe geschlossen wird, der blaue Würfel. Und wenn zwei Reihen geschlossen worden sind oder jemand seinen vierten Fehlwurf angekreuzt hat, dann endet das Spiel sofort und es wird gezählt. Jede Reihe bringt Punkte, je nachdem wie viele Kreuze man dann hat. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Kurzfazit, ich finde Quix ist ein richtig geiles Spiel. Kommt bei mir immer noch auf den Tisch, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Und das will echt was heißen. Warum ich das Spiel so geil finde, das erkläre ich jetzt in meiner etwas ausführlicheren Begründung. Quix hat macht zwei Dinge richtig, die es zum richtig coolen Spiel machen. Zum einen sind alle Spieler ständig involviert. Das heißt, auch bei einem Zug des Mitspielers fiebere ich mit, denn auch in seinem Zug darf ich ja auf meinem Block Kreuze machen. Und dadurch bin ich dauernd so im Spielfluss drin. Das ist unheimlich schön. Und das Zweite ist, man muss bei Quix spielrelevante Entscheidungen treffen und das nahezu in jedem Zug. Und das ist gut, denn ich bin in so einem ständigen positiven Dilemma. Einerseits will ich, sag mal, möglichst langsam in Reihen vorankommen, denn langsames Vorankommen garantiert mir viele Kreuze, denn ich darf ja immer nur mich in eine Richtung pro Reihe bewegen. Und viele Kreuze sind gut, denn je mehr Kreuze ich habe, desto mehr Siegpunkte bekomme ich am Ende. Andererseits muss ich schon auch so ein bisschen gucken, was die Mitspieler machen. Also wenn die demnächst eine Reihe zumachen, sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen schneller vorwärts gehen. Wenn ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen dumm gewürfelt habe, dann ist die Frage, gehe ich jetzt trotzdem vielleicht einen großen Sprung lieber nach vorne oder kreuze ich mir einen Fehlwurf an, der nachher 5 Minuspunkte bringt. Und das sind Entscheidungen, die ich oft treffen muss und das ist was Schönes. Denn wenn ich diese Entscheidung treffen muss, dann bin ich auch wieder irgendwie in dieses Spielgeschehen involviert und das ist gut. Quix ist für 2 bis 5 Spieler. Ich bin der Meinung, es funktioniert in jeder Spielerzahl. Dauert laut Packungsangabe so 15 Minuten. Ja, das kommt unheimlich gut hin, manchmal sogar auch ein bisschen kürzer. Und abschließend würde ich sagen, Quix bekommt von mir 5 Sterne. Das ist sehr selten, dass ein Spiel von mir 5 Sterne bekommt. Bekommt ein Spiel normalerweise auch nur, wenn ich es nach längerer Zeit immer noch mal auf den Tisch packe. Und das ist bei Quix absolut der Fall. Ich hatte das auch auf meiner Weltreise dabei. Da haben wir es auch ganz oft gespielt. Da haben wir es zu zweit gespielt. Und ist ein Spiel, das, ich sag mal, unheimlich schnell erklärt ist, als Absacker immer wieder auf den Tisch gerne kommt. Und ist ein Spiel, das ich auch gerade mit wenig Spielern immer wieder gerne auspacke, um denen zu zeigen, wie cool und einfach eine Spielidee sein kann und trotzdem, wie viel Spaß sie machen kann. Ja, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch auch mal die Videos an zu Quix das Duell und Quix das Kartenspiel. Und schaut mal bei uns im Forum vorbei und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.